Tschüss. Ist er tot? Weiß ich doch nicht. War ein zweiter da. Der zweite bewegt sich noch. Ich kann ihn nicht sehen. Ich kann die Kamera nicht drehen, aber ich höre ihn. Die kommen jetzt zu mir, das ist scheiße. Ich habe nicht getroffen, oder? Es sind drei. Drei. Also einer rennt zur Küste noch. Ich brauche Vision. Ja, sie nehme ich mit. Sie lauft zur Küste. Jetzt ist er für mich, versteckt sich jetzt hinter mir. Au. Er steht jetzt hinter mir direkt und schlägt mich die ganze Zeit nieder. Hat eine Esper, also. Ist er tot? Haben sie dich getötet? Ich habe einen erschossen. Sehr geil. Versucht der andere abzuhauen? Ja, der andere rennt weg, weil ich den einen erschossen habe. Ich sehe ihn, vielleicht kriege ich ihn noch. Der rennt zum Boot. Ich bin noch immer gefesselt, also ich habe einen erschossen. Geil, warte, ich schaue jetzt, dass ich den Krieger am Boot. Der ist da irgendwo am Schilf. Siehst du den? Nein, ich habe eine ziemlich beschissene Sicht. Ich bin halt noch gefesselt und kann dementsprechend kaum was tun. Muss halt irgendwie so Küsten da so rechts stehen und gucken, was passiert. Mache ich gerade auch. Du musst mich freimachen, du musst richtig schnell weg hier. Ich hab übrigens 30.000 erbeutet, also 15.000 wäre so dein Anteil. Ja, aber ich sehe halt hier den anderen Typen nicht, das wundert mich, der hat sich da irgendwo versteckt, ich will jetzt auch nicht umsterben. Du hast 5 Minuten, dann bist du frei, wenn ich dir jetzt 5 Minuten Rückendeckung gebe. Denn bis da nicht die Cops da sind. Ja, aber ich will jetzt hier nicht irgendwie... Ich will jetzt hier nicht umsterben. Du siehst keinen, oder? Guck mal, ob ich den mit Köln Komplex sehe. Kannst du sehen, wer... Doch, schön, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Warte. Eben hatte ich ihn. Der fährt gerade los. Nee, das warte. Links von mir war aber eben noch ein Zivi. Ich hab ihn. Das ist einer, aber links von mir war eben noch ein Zivi. Links von dir, Kratzer, bitte, du siehst es. Infanterist, Ustel. Ustel Mio. Hat der dich gesehen? Nee, ist einer, der hat das Auto kaputt gemacht, der SUV links von uns ungefähr. Jetzt genau. Und wegen Kram. Ungefähr. Ja, warte, ich sehe ihn ja nicht mehr. Doch, jetzt 270, Entschuldigung. Okay, dann weiß ich, wo du meinst, aber ich sehe ihn jetzt gerade nicht. So, egal. Also ich jetzt jetzt sehe ich ihn. Ja, geh mal einfach. Wir haben jetzt erstmal Geld, können wir erstmal einsetzen. Ich will erstmal Tactical Bacon Use und Water. So. Jetzt gehen wir erstmal wieder 2 Meter rein. Der ist links von uns, der ist links von uns. Ja, ich verstecke mich jetzt im Gebüsch. Ich kann halt nur nicht mehr sehen, ob er anhält. Ich glaube, er hat... Der kommt direkt auf mich zu. Fährt hier durch. Oh, Alter, ich bin mit dem Busch drum rumgelaufen. Ich gehe jetzt weiter. Ja. So. Okay. Dann zähl mal runter. 3, 2, 1, los. Oh mein Gott, durchdrehende Räder und es geht los. Oh mein Gott. Ja. Bin gleich. Ja, wir sind komplett gleich. Obwohl ich mehr tragen kann. Alter, muss ich anhalten. Ey, verweite du mich, ey. Wie kostet der scheiß Tank, Alter? Wie viel? 15.000. Achso, ja gut, das ist normal fürs Volltanken. Ja, aber nicht von Namibot. Normalerweise zahle ich da immer 10.000. Also ich war immer so bei 13.000. Okay.
Oh, kurz wieder in die Map rein. Es ist voll geil, dass der Bug nicht gefixt wurde. Los, sofort raus, Überfall, oder ich muss schießen. Los. Das ist kein Witz, raus jetzt. Raus, oder ich muss schießen. Ich sag's nicht nochmal. Jetzt ist mal Schluss mit lustig hier, du kleiner Sack. So, also ich soll da jetzt mal gechillt rüberfliegen. Wie viel Leben hast du, kleiner Sack? Hä? Hä? Oder was? Olaf überfällt mich gerade. Wie viel Leben hast du noch? Okay. 64. Dann bist du schon wieder verwundet. Ja. So, das war's. Ich kann weiterfahren. Vielen Dank. Ich hasse Olaf. Wieso? Ach, mein Arsch. Das höre ich öfter. Aber es wäre dann blöd, weil wenn jemand auf den Reaktor schießt, macht's richtig bumm. Ja, der Reaktor. Der Reaktor ist ja kugelgeschützt. Oh. Im Flug ein Stein ausgewichen, ja. Nice. Streber! Alter, sind hier viele Steine. Oh. Also hier kommen wir leicht drauf, geht Tom. Ich hab's gerade gemerkt, ich bin seitlich an dem Stein vorbei. Ach du Scheiße, ich hab so einen Move gekriegt gerade. Pfeifer Vollgas, macht am meisten Spaß. Mit halb gestorben. Also ich hatte gerade auch mehr Glück als Verstand. Und natürlich bleibe ich an einem unsichtbaren Stein hängen, fick dich. Hey, das sind die besten Steine. Hinter einem Busch versteckt, ja. Ah, da unten ist der Prozessor, wo ist denn jetzt der Prozessor? Ja, da unten das Haus. Da vorne. Einfach auf, dort steht ein Heli. Deiner, oder? Ja. Einfach umfahren. Also umfahren oder umfahren? Ich hab zwei Optionen, geil. Wir können auch einfach zusammenfahren, alle drei. Bis es wenigstens lohnt. Ihr müsstet jetzt eigentlich... Oh, nee. Was müssten wir? Naja, ich habe gerade überlegt, dass man vielleicht das ganze Koka, was ich jetzt dabei habe, in den Heli, dass wir das einfach in der Hemmets verfrachten. Ihr müsstet dann eh genügend Platz bekommen, um meine 20 oder nicht mal 20 Stück. Wir sind nette Gesellen. Also außer wir alle, aber sonst sind wir nette Gesellen. So. Ja. Wie viele seid ihr eigentlich? Nur ihr zwei und der andere Typi da? Oder? Einer hätte noch gefehlt. Wir sind zu viert, aber der eine hat ständig Verbindungsabbrüche, der andere spielt nur WoW, weil er dumm ist und ja. Warum rennst du an mir vorbei? Ach, nee. Weil du gerade bei mir gediesigt bist. Du bei mir auch. So, das war ja mal erfolgreich soweit. Ja, ne? Wäre nice, wenn du jetzt schnell das Geld übergeben würdest. Ja. Dass du uns dann noch an die Polizei verraten kannst. Ja, die warten schon auf den nächsten Funkspruch, ey. Ja, beeil dich jetzt mal, Simon, damit er wirklich seine Befehle abgeben kann. Alter, die sollen doch mal ihre dumme Schnauze halten. Ich hoffe, wenn du uns jetzt umfährst. Ich hoffe, von Hassel sterben alle. So, ich gebe dir jetzt das Geld, du teilst es auf, du hast einen Taschenrechner. Oh, Milo, Alter. Ja, komm, du brauchst nicht ja 3 Stunden sagen, halt die Fresse. Nee, er sagt ja. Wie viel Geld haben wir jetzt eingenommen? Zu zweit. Warte mal. Hast du mir jetzt alles gegeben? Ja. Da waren wir mit 1,05 Millionen. Geil. Zu dritt wäre das 1,5 Millionen gewesen. Das hätte sich gelohnt. Jeder kriegt 351.720. Ja, dann gib her. Nice, Alter. Da habe ich mein Heli wieder drin. Du kriegst weniger. Ja, das ist klar, die 100. Die 100. Oh nein, die sinken. So, und... Olaf kriegt nochmal 50, genau. So, nein! So. Achso, ja. Soll ich jetzt einfach mal... Soll ich jetzt so, einfach das mal, ist ein Überfall. Das hört man. Ich muss sie jetzt leider ausrauben, aus gegebenem Anlass.
Nein, Spaß. Ja. Soll ich jetzt einfach mal mitten auf dem Kavala-Marktplatz landen? Dann habe ich wenigstens mein Heli dann gleich an der Garage. Das stimmt. Wenn du dich nicht vorher runterholen. Und ich weiß, das mache ich jetzt. Ja, noch 10 Minuten. Kann man da noch zu irgendeinem ATM laufen? Laufen? Was willst du oder laufen? Fahren halt. Ich habe jetzt Angst, in Kavala reinzufahren, da fahren die mich nur um. Ich bleib jetzt hier. Ich mache jetzt Toast Ropes, fliege über den Kavala-Marktplatz und mache jetzt erstmal Multikill. Hallo, Maul. Nee, ich lande jetzt einfach mal. Die Bullen werden das dann bestimmt machen und dann passt das. Lol, ich bin verbuggt. Warte, ich helfe dir. Wo bist du? Bist du da? Ah, jetzt geht's. Nee, oh, Bastjo, Alter. Ey. Ey, Alter! Bleib stehen! Hab ich. Oh, ich hab dir wirklich einen Reifen, oder? Ah ne, schade. Okay. Ist ja langweilig. Wo fährst du jetzt hin? Ich verstehe jetzt meinen Helmet. Wie geht's irgendwie? Kann ich den auch in der Garage bei uns abstellen? Aber ja. Nee, dann gibt's wieder den Garagenbug. Nee, da gibt's wieder einen Garagenbug. Ach so, dann geht er wieder am RV-Hegel-Shop, geht er dann wieder hoch. Ach so, das ist also gar nicht so gut, wenn man den in andere Garagen packt. Genau so schaut's aus. Ah, okay, ich hab das bis jetzt immer gemacht. Und das bis jetzt immer explodiert, ne? Ja, immer. Ausnahmslos. Ah, oh, lol. Das schaffen die ja, doch nicht mach mehr. Schnell mach schnell was abschließen hier und dann passt das. Ja, denke, war eine ganz erfolgreiche Runde. 300.000 für jeden. Rentiert sich mit uns. Irgendwann. Irgendwann, ja. Glaube ich über eine. Ja, jetzt habe ich über eine Mille endlich oh, mal. Bist reich. Oh, ich könnte jetzt. Nee, ohne Scheiß. Ich lande da jetzt nicht. Ich lande jetzt auch schön auf dem Heliport. Am Ende kommt da irgend so ein Schwachmat mit dem Quad, Oh ja. Das kann natürlich sehr gut sein, ja. Ich habe auch jetzt langsam wieder meinen alten Geldstand erreicht. Von? Ja, über 3 Millionen, fast. Aber der Morg hat mich halt ziemlich runtergerissen. Wichser. Sparsam. Da wollte mir gerade ein Pickup die Vorfahrt nehmen. Oh ja. Weißt du eigentlich, wo es zu den Garagen geht oder fährst du gerade irgendwo hin? Ich bin gerade bei der Garage, hab gerade den Helmet weggepackt. Ja. Ah ja, jetzt weiß ich auch, wo muss. Und jetzt suche ich noch ein ATM. Genau. Ja, ich suche jetzt keinen, aber ich werde es auch nicht gerne noch schnell verstauen. Sag mal, kann man das sehen auf der Karte, wer eine Markierung gemacht hat? Da gibt es diese schwarzen Markierungen, ich weiß aber nicht mehr, mit welcher Taste das war. Dann siehst du das in deiner Gruppe. Ach so, Doppelklick war das. Nee, ich meine, ob man das von anderen, stimmt. Dass das andere sehen können, wer das hingemacht hat. Ja, natürlich. Geht das? Wie meinst du das jetzt? Da könnt ihr jetzt meinetwegen, wenn ihr jetzt über meine Markierung geht, sehen, wer das da hingemacht hat, die Markierung. Ich setze einfach mal in den Kavala und du guckst, ob du siehst, warte. Von wem das ist. Ja, pass auf, dann werdet ihr dann nämlich gleich sehen, was ich da hinmache. Das ist ein Terrorschieben. Warte mal, bin ich überhaupt ein Sideshirt? Abbrechen! Gott geht jetzt Zeit hier zu in Kavala. Contact! Rifleman! Jetzt erstmal so von den Quad überfallen werden. Überfahren werden. So, gut. Guck mal auf der Map, falls ihr das sehen könnt. Nein. Ich glaube, das geht nur um Gruppenchannel. 1,2. Ja, genau du. Genau du. Ja gut, nur so nebenbei, ich hab da jetzt hier hingeschrieben, Kampfgebiet ja, in 30 Sekunden. Der wollte gerade was von mir. Ich hab dir nicht zugehört, was hat der gesagt? Warte mal. Was wollt? Wer hat da den Herrn Olaf von der Seite angesprochen? Wer traut sich sowas? Niemand plötzlich. Okay, niemand.
Hola. Ja, was ist denn? Wie kann ich denn die Map? Wie kann ich denn die Map umschalten, dass das jeder sieht? Verstehe ich, habe ich die irgendwie mitgekriegt, wie das geht? Oh mein. Was labert der Dialekt, du hörst? Pass auf deinen Rucksack auf. Was habe ich? Ah, ja, ich glaube, er weiß, wo dein Penis wohnt. Ich erschieß ihn gleich. Ich hau jetzt da ab. Ja, das ist super. Das kotzt mich gerade so an. Ah, oh, Leute. Scheiße, dass das ein Selbsthund ist, das wäre die erste mit der Kugel im Kopf. Was, wo deine Klingel wohnt, Siam? Oh mein Gott. Er weiß, wo meine Klingel wohnt, oder? Ey, wenn die uns jetzt aus der Selbsthund rausfolgen, können wir die abschießen. Rennt einfach mal aus der Selbsthund raus. Ja, ich bin gerade dabei. Die kommen alle mit, wenn wir die jetzt alle umknallen. So ein 10er-Kill. So 2 Sekunden vor Surf und dein Start. Wumms. Ich soll meinen Rucksack ausziehen. Komm einfach mit, wir sind gleich aus der Safe-Zone raus. Kommt man jetzt hier hoch? Ich hoffe es doch. Ich glaub nicht. Du bist jetzt hochgebracht. Na, doch. Und dann knockt sie einfach um und stellt sie irgendwo in die Ecke. Ja, wir sind gleich raus, noch ein paar Meter. Ich komme hier nicht hoch, Leute. Einfach vordrücken. Na komm, raus, das Elfsang, raus, das Elfsang, raus, das Elfsang. Ja, ich bin raus. So, kommt her. Komm hier nicht raus. Ja, jetzt geht sie plötzlich zurück. No. Fake. Oh, oh, die Schade. Ich bin hier verparkt, was ist los? Jetzt schreien sie wohl bei dir rum. Was schreien hier so behindert rum, Alter? What the fuck? Alter, die sind alle so blöd. Wo bist denn du? Hier, du siehst mich da. Wo ist denn die Safe Zone am Ende? Ich werde jetzt am liebsten Auto raushauen, aus Versehen den Simon umfahren. You're leaving Safe Zone. Kavala. Ne, die kommen mir noch! Ich weiß, wo deine Klingel wohnt. Hau ihn um, bitte. Hau um. Wenn der aus der Safe Zone ist. Wie? Shift G. Und dann fesseln mit dem Mausrad. Weil du weißt nicht, wie man Leute umlockt. Nee, das nee. Macht Shift der nicht. G. Der schießt immer nur. Hau alle um. Und fesseln dich vergessen. So, jetzt ist aber mal Schluss hier. Jetzt ist auch mal Schluss hier. Jo. So, sie werden jetzt hier strafrechtlich angeklagt. Wegen Spannerei. Das geht so nicht weiter. Aber Kollege Schürschuh. Dir ist schon klar, dass ich nicht mal gesagt habe, ja okay, hier, du wirst jetzt niedergeklappt, ne? Du weißt, wo meine Klinge liegen. Die anderen sind dabei. Ja, was? Ja, der andere. Ja, das sind noch zwei andere. Ja, Digga. Jawohl, der Jan. Wurde offiziell belästigt. Zeig ich mal, was belästigt ist. Kann man den jetzt aufhören? Abführung stoppen. Aufhören. Wollen wir den auf die Straße stellen? Ja. Wo ist denn jetzt hin? Hat er das gebackt? Ich weiß, wo die Klingel wohnt. Was ist das für ein Video? Hat dich heute schon mal jemand geschlagen oder so? Klingel. Nee, die frage ich jetzt nicht. Wir fragen uns gerade, ob wir dich hinrichten sollen. Was sagst du dazu? Er konnte sich befreien, der Vogel. Na, nach 5 Minuten. Frag doch deine Klingel. Ah, ich hätte seinen Kopf. Sein Kopf hätte ich. Du kannst jetzt abschießen, jetzt ist oh, der bringt den komplett weg. Du hättest ihn abschießen können, wenn er gefesselt ist, kann er nicht sterben. Du kannst ihn einfach ein paar Kugeln reinsetzen. Jetzt zum Beispiel. Ich bring mal wieder her, so geht das ja nicht. Schießt jetzt auf mich. Sofort rennt der andere weg. Ich kann nicht abführen, der andere führt ihn noch ab.
Jetzt da kommt sich wieder. Da kommt zu dir. Halt fest, halt fest. Nee, nicht umschießen. Alter. Einfach nur Shift G. Denn? Oh, sorry, Tom. Hast du mich gerade? Nee. Denn? So, jetzt kannst du noch machen. Komm, wir schießen noch ein paar Kugeln rein. Muss ich ja lohnen. Von den Klöten. Der hat ja echt gebracht. Wie kann ich den abführen? Du hast mich übrigens angeschossen, ich habe nur noch 77 Leben. Oh, sorry. Oh, Leute, ey. Ich stell den jetzt auf die Straße. Ja, ich will zugucken, ich sehe gleich Shutdown, aber vielleicht fährt noch jemand drüber. Oh, wir sind gleich da. Ich will das, wenn das Quad kaputt ist. Hey, das habe ich ja noch nie gesehen. Oh, ich hab durchgezogen, die gelbe Kette. Lol. Los, Quad, los. Magst du dich sonst draufsetzen und das mal ausmachen? Nee, das bleibt jetzt alles, ich finde das lustig. Wenn wir jetzt eine Runde größeres fahren, hole ich jetzt einen Morgen. Gut, ich hole einen Morgen. Ja. Voll, also erst zum Donator Shop, damit du uns nochmal Munition kaufst und dann zum Krankenhaus, damit wir uns nochmal hochgehen und dann fangen wir an zu fahren. Genau. Obwohl es sinnvoller wäre, erst Krankenhaus, weil ich danach beim Donator Shop gleich tanken kann. Ist mir herzlich egal, dann nimm erst das Krankenhaus. Hast du noch 50 Dollar für mich mit oder gar nichts? Gar nichts. Okay. Dann musst du mich freuen. Wobei ich hätte mich eben umsetzen können. Egal. Ich muss aufnehmen. Die haben nichts geschrieben. Die haben rein gar nichts geschrieben. Soll ich abhauen? Flieg einfach. Mann, flieg! Die Engine ist ziemlich gut orange. Aber nur orange, wenn ich jetzt noch ein bisschen dumm rumfliege. Achso, du fliegst! Ja. Solche Wichser, ey. Ich dachte schon, warum habe ich keine Kontrolle? Das war jetzt ohne Ankündigung, haben die einfach geschossen. Irgendwas hat er mit dem Helikopter gesagt. Also irgendwas hat er angekündigt. Natürlich, ey, der Typ hat auf mich geschossen, dann habe ich irgendwas gehört und dann... Alter, jetzt habe ich mir gerade eingekackt. Also ich weiß Material. Ich lande das Ding ordentlich. Keine Sorge. Mit Oderhofer, oh mein Gott. Ja, ich drück die einfach nur runter. Du schaffst das. Nein, Alter, wie du willst. Du schaffst das. Hoffe ich. Das wird ich ja auch. Ich auch. Ja, wir haben nur noch Tank für eine halbe Stunde, nur damit du das weißt. Oh mein Gott, wir stürzen ab. Ja, tun wir, aber egal. Hast. Ja, ein bisschen weit hinten, aber egal. Halt schon mal umpacken, falls das geht. Ja. Du musst, glaube ich, ein bisschen weiter nach hinten. Ja, ich weiß. Jetzt musst du keine Fallschirme mehr umpacken. Okay. Wieso? Weil du sonst die eben aus dem Mohawk rausnehmen musst. Weil wenn du die umpackst, jetzt sind sie nämlich weg. Dankeschön. Ach, die lassen sich gerade heilen. Von welchen? Hi, Brian. Schönen guten Tag. Jungs, sagt alle Hallo zu Brian. Hallo Brian. Hallo Brian. Hallo Brian. Es war witzig, ja. Es war witzig, ja. Ich fand's lustig. Brian, brauchst du endlich Unterstützung? Du könntest mir ja mal ein Verbandskasse oder was für Medikus geben, wenn du nicht sagst. Ja, Brian, nicht der geht's schon. Flieg mal mit dem scheiß Heli weg, ey. Ist ja schlimm. Gut, ich muss wieder weiter. Bis dann. Kannst du übrigens da auch Fallschirm rausnehmen, ne? Falls du das nochmal machen willst. Ah, wir haben deinen Rucksack jetzt versehen. Wir haben den Rucksack eliminiert. Hilfe, Markus will mich vergewaltigen. Hilfe! Ja, weg, Alter! Tom, wir haben seinen Rucksack eliminiert. Jo, ich glaube, das ist gerade Schweigen. Eine Schweigeminute für seinen Rucksack. Gott, Alter! Ach, geht mir nicht auf den Sack, so.
Nein, mein Rucksack! Ah, egal. Ja, das ist der Rucksack ein, fertig. Ach so, ja, falsch. Da ist jetzt keine Munition oder so. Doch, hab ich. Ich hab alles. Hä? Ey, ein Sunny Mohawk! Aber das ist Dr. Narkose. Der filmt bestimmt gerade, vielleicht sind wir in seinem Video. Komm, schieß auf ihn. So. Wohin denn? Welchen Trailer wollen wir als erstes überfallen? Alle gleichzeitig, wir haben ein fucking Heli. Die FAP geht dann gerade richtig ab. Ja. Schlag mal einer einen Trailer vor. Diamant. Okay. Wenn der Meister das sagt. Ich bin nicht da. Ja. Du bist der Einzige, der bei uns mit einer Schusswaffe umgehen kann. Ich weiß nicht, was eine Waffe ist und Sendokai, der schießt sich immer selber in den Kopf aus Versehen. Voll die Kleber, ich hab dir mit der zu den Kopf geschossen. Hände hoch! Ja, nicht auf deinen Kopf ziehen! Ja. So in etwa läuft der Überfall bei uns immer. Okay. Jawohl. Willst du tanken oder hast du Geld dabei? Ja, ich wollte bis rausspringen. Sorry. Ja, du hast Angst, dass der explodiert oder was? Hä, nee. Das hat er so vom Lied her gepasst. Das Lied war zu Ende, dann bin ich abgesprungen. Weil es würde eigentlich noch weitergehen. Och man, 50 Liter, really. Nimm den Lauf aus meiner Fresse, so Leute, schieb ich dir den Lauf noch woanders hin. Komm, man kann dir das Feuer löschen. Cool, das wusste ich gar nicht. Ja. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-L-E-D-D-Lied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Lol, was geht denn jetzt ab? Jetzt geht es nicht wieder zurück. Bam, jetzt bam. L-A-G-F-E-U-L-E-R-D Lied. L-A-G-F-E-U-L-E-R-D Lied. L-A-G-F-E-U-L-E-R-D Lied. Patrick. Nicht schlecht. Und Thaddeus. Wow, auch nicht schlecht. Und darum, sing das doch ganz einfach mit. Ja, so in etwa. Ich bin schon etwas aus der Übung. Ist okay. Ja, ja. und Patrick. Thaddeus. Nicht schlecht. Oh ja. Viele, viele SpongeBob-Folgen geguckt. Oh ja, und zu jeder Folge wurde man immer und immer dümmer. Oh ja. Aber es hat sich gelohnt. Was willst du machen? Ich finde das Arschloch nicht. Sendo Kai. Wollen wir jetzt einen Dreier machen? Aber Sendo Kai steht dieses Mal hinten. Der ist jetzt mal dran, allen den Arsch zu lecken, komm. Beug dich nieder, Schlampe. Tiefer, tiefer. Ah, das war vorbei. Ja. Oh. Du, das willst du doch, du Schlange. Oh ja, willst mich noch fesseln, du geile Sau. Oh. Oh yeah. Leute, wie ich da stehe, seht ihr das? Oh, ich. Jetzt nicht mehr. Max, du mal aufstehen, ich kann dich sonst nicht... ich wollte dich gerade erschießen. Ja, den hättest du hier noch 5 Minuten rumgehen können. Oh, ja. Seht ihr das? Seht ihr das? Das kann man machen. Ja, ich hab damit einen schon erschossen. So. Dich auch du hast noch? Mir gerade in mein Zeh geschossen, weißt du das? Jetzt muss ich zum Arzt, ich habe 1 HP verloren. Ich muss jetzt Frau Dr. Med-Ele anrufen. Nein! Okay. Mein Nagel ist abgeblättert. Wo jetzt sind? Turtle-Dealer? Ja. Ja, guck mal. Lande am besten gleich an der Küste, dass dich jeder sieht. Ja, wahrscheinlich erst am besten nochmal über die ganzen Schwärme rüber, ne? Ja, das auch. Gesundheit. Oh nein, ich wollte Munition kaufen. Nix jetzt abdrehen, nicht? Ah. Doch, ohne Muni kann man nicht spielen. Der LOL, jetzt stürzt nicht auf, Alter.
Da gewöhnt man sich dran, glaub mir. Es dauert ein paar Jahre, aber es klappt. Kannst du mir gleich eine Rahim kaufen? Alles aus deiner Kasse. Nee, ich habe halt schon genug Videos gemacht, indem ich mir ein Haus gekauft habe. Na, wenn du mit der Rahim triffst, können wir da sogar mal drüber reden von mir aus. Weil du es bist. Was, weil ich es bin? Naja, deswegen kaufe ich dir jetzt eine, aber ich muss meine auf den Boden legen, das bleibt meine, klar. Ich kann, was hatten die für ein Magazin überhaupt? Nee, ein anderes. Das ist schön. Wie viel Munition? 5. Gut. Da hast du 50 insgesamt. Okay, ja, Visier und so machst du dir selber drauf. Ja. Rahim. Geil! Also wenn ich jetzt angehalten werde, bin ich dran! Wieso? Warum? Das ist mein Hubschrauber und da liegt eine illegale Waffe dran. Ja, das bin ich. Das ist meine Waffe. Kannst du ja vielleicht einen Rucksack tun. Ach ja, genau. Wer kommt denn da? Eier. Keine Ahnung, wenn er hier landet, ist es ziemlich scheiße, weil es selbst so. Ich glaube, der will, der ist sonst ziemlich zu langsam, glaube ich. Eieren! Hast du landen? Der ist aber ganz schön hoch dafür, dass er landen will. Jawohl, ich kann sogar noch meine Waffe mit mir führen, die Katiba. Nice. Ja, konnte ich auch. Du kannst dir einen Rucksack packen, nimmt der nur die Hälfte weg. Nur. Na, dann bin ich dran, dann habe ich eine Donator-Waffe, eine illegale Waffe. Ja, ich hatte vorhin zwei Donator-Waffen. Die hast du übrigens nicht von mir. Ja, und ich habe auch keinen Rucksack. Die lag irgendwo rum, die hast du nicht von mir. Ja, das ist ganz wichtig. Magst du mal bitte da rausgehen? Ja, das war gerade ein Bug. Ich oder warte, noch nicht starten. Moment. Ich darf nicht dein fliegen, dementsprechend darfst du nicht mein fliegen. Nee, ist ja okay, aber ich hatte gerade einen Bug. Einsteigerbug, Garagenbug, ich konnte nicht so viel. Was machst du da? Ja, warte, ich hab doch gesagt, ich steig noch nicht ein. Ich muss jetzt erstmal hier rumrangieren. Er sucht seine Klöten. Die hat er vorhin im Kampf verloren. Ja, was machst du jetzt mit der Katiba, Mann? Ich hab keinen Rucksack, ich hab nur diesen hässlichen steuerbaren Fallschirm. Du bist ja noch ein Heli dabei. Ja, ne. Ich nehme jetzt erstmal meine Katiba mit. Und die Rahim tue ich in den Hubschrauber. Da kann uns zumindest schon mal nichts passieren. Oder zumindest dir. Ach nee. Hä? Wie jetzt? Scheiße. Du schaffst es. Das. Ich geb dir mal steuerfrei, falls er es endlich geschafft hat. Ich muss mal eben. Ach klar. Und zack. Ja, ist das jetzt dein Ernst? Willst du mich ärgern? Nee, ich hab gerade einen Mark auf der Karte gesetzt. Ich will dich doch nicht ärgern. Ich ärgere nur seinen Tockel. Wir müssen jetzt die ganze restliche Munition hin. Boah, halt doch die. Oh, Alter, halt die Fresse. Ist der behindert oder behindert? Behindert. Mal leise. Genau. Nein, nicht einsteigen. Ab. Ja. Du schaffst das. Ich schaff das ja. Vielleicht. So, jetzt musst du. Warte, Katiba. Ja, was erzählt er? Ach, ich verstehe nichts. Dorthin. Aufheben. Katiba rein. Jetzt nehme ich sie wieder raus und tue sie in meinen Rucksack. Waffe, ja genau, jetzt nimmst du sie wieder raus. Und dann haben wir es doch. Oh. Gott. Ja, kompliziert. Wenn der Heli jetzt abstürzt, haben wir da knapp jetzt 700.000 verloren, oder? Ja. Haben wir doch alle auf dem Kante. Also ich fliege jetzt Turtle Poaching und dann zum Turtle Dealer, oder wie jetzt? Nein, zum Turtle Dealer. Okay. Bei Turtle Poaching, da gibt's so viele Anhaltsstellen. Ja, okay. Oder wir können auch Weed überfallen. Mir ist das egal. Aber Weed machen nicht so viele, oder? Ja, hast auch recht.
Wir können ja einfach mal gucken, was am Turtle Dealer so los ist. Was sehe ich da am Boot? Das weiß ich nicht, ob du da am Boot siehst. Nee. Nee, das ist keiner. Ja, also ich wäre hier hinten irgendwo landen. Achso, wir wollen jetzt hier bleiben. Ah, okay. Weiß ich nicht. Also mir ist egal. Ich bräuchte bloß Ansagen, wenn ich gerade fliege. Ja, land mal. Wir können auch zu woanders hin. Also wir können auch Manfreds Kittchen mal machen. Nee, land mal. Manfreds Kittchen, da müssen wir den ganzen Weg dann da lang fahren. Wo lande ich am besten? Hier ist es halt ziemlich auffällig. Da hinten in den Sträuchern. In den... Achso, da. Na? Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. In dem Büschchen da. Genau. Links von uns das, ne? Ja. Na, das hier, oder? Ja, genau. Mal wegen dem Baum hier ein bisschen aufpassen. Wenn uns essen, ja, genau. Ah, das passt. Das sind die kleinen Büsche, die machen nichts. So. Okay. Alles easy. Jetzt lassen wir den einfach hier alleine. Oh, der ist doch Pilot. Der ist doch Pilot. Hau ab. Alter! Pff, zum Glück habe ich Autohover angemacht, der wäre jetzt so abgehauen. Alter, ich kann das schnell. Hol die Waffe raus. Nee, der stürzt nicht ab. Irgendwann ist der Sprit allein, dann stürzt er einfach die 3 Meter und dann ist der Heli kaputt. Kommt man da jetzt noch mal ran oder ist der gerade zu hoch? Nee. Als Passagier? Na toll, aber als Co-Pilot nicht, oder wie? Ah doch, ich kann noch mal einsteigen, warte. Das ist ja lol. Okay, der ist mir jetzt einfach nach unten gefallen. Ich mache jetzt den Motor aus. Lol. Jetzt hebt er noch mal ab. Jetzt hat er's. Das war cool. Der Biss, was ich gerade mit gemacht habe. Ich glaube, ich gehe hinten in die Türme rein. Das ist zu weit. Also ich habe damals eine ganz gute Stelle gefunden. Da werde ich mich jetzt wieder hinstellen. Fast. Boah, Junge, ey, ganz ehrlich, ey. Du bist voll der Freak, weißt du. Du wirst, was gerade abgegangen ist, ey. Was denn? Nicht starten. Nee, mag man jetzt eben. Was ist denn abgegangen? Du bist abgegangen. Ja, jetzt waren die Lüfter. Du warst der Pilot und ich bin halt gelandet, ausgestiegen und du ziehst voll im Irre nach oben, hätte ich kein Autohover angemacht, du wärst es abgehauen. Toll. Ja, das war lustig. Toll. Alles auf Video. Kannst dir alles bei YouTube angucken morgen. Den Heli hast du wie gerettet dann? Ja, ich bin wieder eingestiegen und hab dann dich wieder runtergebracht. Mit meinen magischen Kräften, der stand nur in 4 Metern Höhe oder so. Okay. Auf Freinheit hört jeder. Außer die Hemdfahrer vorhin. Leute, unten läuft wirklich jemand rum. Jetzt mal ohne Scheiß. Leute, rennen 3 Leute rum. Naja. Du sagst, da waren vorhin 3 Boote. Die sind, da sind jetzt 3 Boote davor. Baum. Lol, wo kommen die denn her? Hast du es raus? Da rennen irgendwelche Menschen rum, Alter. Ich repariere das schnell. Ich dachte, wir wären weit genug vom Baum weg. Ich dachte, der rote wäre nicht so groß. Lol, da hinten. Wer versuchst du es jetzt oder lässt es? Ich hoffe, wir haben gleich noch genug Treibstoff. Lol, das ist DT. Oh mein Gott, die wollen mit überfallen. Ich kenne die, mit denen habe ich vorhin immer gezockt. Soll ich die angreifen? Nee, ne? Du alleine gegen 6? Ne, gegen 2. Bis jetzt habe ich 2 gesehen. Alter, beeilt euch. Okay, wir haben ein Problem. Ja, du hast das Ding komplett leer gemacht, wir haben keinen Treibstoff mehr. Habe ich das gerade richtig zusammengefasst? Kannst du sagen, ich habe keinen Plan, wo der ist. Wenn der aus dem Wasser kommt, muss ich nicht sehen. Der ist aus dem Wasser. Ich habe gerade nachlauten gehört. Ja, der ist irgendwo bei mir, ist in der Nähe, links von mir auf jeden Fall. Also Richtung Strand, so in der Nähe. Also der wird jetzt hier, weiß nicht, ob der jetzt hier alles absucht oder so. Ich habe aber auch nachlauten gehört.
Du siehst den Turtle-Dealer. Ich kann es nicht definieren. Ich sehe den Turtle-Dealer. Da rennt er, da rennt dort. Moment, Moment, ich sehe ihn rennen, ich sehe ihn rennen. Okay. Alles cool bis jetzt. Okay, also zweimal muss er verkaufen. Einmal macht er jetzt. Okay. Okay. Dann holt er sich nochmal Turtles aus dem Boot und dann kommt er wieder und dann knallt man weg. Und du gehst dann sofort zu den Typen, ne? Ich gehe zu seinem Boot und du gehst zu den Typen. Genau. Und wenn also, er abhauen will, du stellst dich hinter ihn? Nee, mach ich nur um. Ich laufe so, dass der mich nicht sieht, an das Haus, wo der Turtle dir steht und kommt dann um die Ecke. Der ist gerade ans Haus gelaufen. Der ist. Warte mal. Der da. Warte mal. Er ist nicht am Turtle-Dealer hingegangen. Weiß nicht, was er da macht. Ich glaube, der ist ins Haus rein. Siehst du gut, dass ich nicht da war. Ich glaube, der ist ins... Nee, oder steht er dort? Doch, der steht dort. Ja, der steht dort. Also der verkauft jetzt einmal. Okay. Wenn er zurückrennt, sage ich dir Bescheid. So, okay. Jetzt rennt er zurück. Also nochmal, ich laufe zu dem Haus, wo der Turtle-Dealer ist und dann um die Ecke und dann rufe ich Überfall, weil erst da dürfte der mich normalerweise sehen. Und du wirst dich dann hinter den begeben. Genau. So dass du dir einen Ausweg versperrst, dann kann er nichts machen. Und sobald er mich erschießt, dann erschießt du den fertig. Ja. Ja, ich wusste, der taucht durch die ganze Zeit jetzt. Okay, gut. Ja, der muss sowieso zweimal. So ein Boot hat 80 Platz, das heißt, der holt sich jetzt nochmal 6 raus, dann muss er eigentlich nochmal kommen und nochmal 2 verkaufen. Aber scheiß auf die 2. Ich will jetzt auch nochmal sicher gehen, 2 sind 120.000. Ist auch okay. Ja. Ein Miet kostet auch zurzeit 8000 noch irgendwas, 8800. Ach so wenig? Okay. Sogar. Ich weiß nicht, ob es mehr ist, das war der Stand vor 24 Stunden, war das. Ja, die waren wir bei 10.000 deswegen. Okay. 8000 mal. Ja, 12. Hier sind immer noch 96.000. Auch okay. Oh Mann, wenn das jetzt gut geht. 50.000 für jeden, das wäre mal wieder ein Anfang. Oh ja. Dann schnell eine Heli irgendwo zum ATM, am besten beim Donator-Shop, und dann lasse ich mein Heli irgendwo stehen und gehe auf. Ja, am besten an der Kerosintankstelle. Ja. Also, ist er das? Da war gerade an seinem Boot, glaube ich. Okay. Ich glaube, der müsste jetzt gleich zurückschwimmen. Also durch den Wasser gucken ist so scheiße. Pass auf, dass du im Direct Communication Chat bist. Ich red gar nicht mit denen. Okay. Sobald er sich wehrt und dich meinetwegen umballert oder so, ne? Rede ich gar nicht mit ihm. Ich gehe dann so, dass er mich nicht sieht und knall dir dann ab, wenn er zu seinem Boot zurück will. Okay. Ja, also ich werde halt versuchen, hinter dem Haus zu stehen, anzurufen und dann sehe ich ja, was er macht. Zur Not schieße ich um die Ecke, bevor der weiß, wo ich bin, ist der tot. Ja, genau. Ich gebe dem genau 3 Sekunden, ich sage Shift C oder du bist tot, dann 3, 2, 1 und ist er weg. Ja, genau. Weil ich habe keinen Bock jetzt hier, mich auf irgendwelche Spiele. Also nach den 3 Sekunden, wenn er dann nichts macht, dann... Genau. Ja. Und am besten auch gleich töten, weil dann tut er zumindest das Miet, was er dabei hat, noch droppen. Und das Geld, genau, eigentlich ist das jetzt nicht ganz so schlimm, wenn du den umschießt, aber erstmal, wir wollen Roleplay technisch, ne? Ja, also wenn der das Geld gibt, würde ich nichts sagen, ist okay. Ja. Wir wollen Roleplay technisch bleiben. Auf jeden Fall, aber wenn er sich wehrt und scheiße baut, dann kann ich auch nichts machen. Genau, das ist dann Notwehr. Der hat dann Notwehr, schießt auf uns, aber wir haben dann nicht geschossen, wir haben nur Überfall, der nimmt das dann erst an, der beginnt ja dann sozusagen den Angriff. Ja. Da kommt jetzt aus dem Wasser. Okay. Rennt jetzt aus dem Wasser raus. Rennt jetzt Richtung Turtle Dealer. Ist jetzt auf den grünen Bereich, nicht mehr auf dem Sand. Rennt jetzt den ganz kleinen Hügel hoch. Und ist gleich an der Mauer. Ja. Und zwar genau... LOL! Jetzt. So, jetzt ist er gleich am Turtle Dealer. Moment. Jetzt ist er am Turtle Dealer. Wird wahrscheinlich jetzt gleich verkaufen. Okay, los geht's, jetzt. Go, go. Los. Gib Stoff. Ja? Los geht's. Überfall, stehen bleiben. Bleib stehen oder wir schießen. Bleib stehen oder wir schießen. Das ist die letzte Warnung. Bleib stehen oder wir schießen. Wir wissen, dass du hier bist. Shift C. Oder du bist tot, wir sind mehrere. Wo ist denn der? Ich weiß nicht, wo der ist, ne? Der ist nicht, wo der ist.
wir sie den jetzt ein bisschen verwickeln. Du bist alleine, schätze ich, du hast keine Kombis mehr. Warum? Darum? Okay. Ja, der ist hier. Der hat nichts. Ach doch, 100.000. Jawohl, na, das ist doch schon mal was. Okay, schon mal was. Dann noch eine gute Weiterfahrt und auf Wiedersehen. Du kannst dich jetzt wieder befreien, solltest du schießen, bist du instant tot. Wir sind hier genug, keine Angst. Tschüss. Könnt ihr mich wenigstens 20.000 lassen? Wie bitte? Könnt ihr mich ein bisschen von Geld zurück... Du hast noch ein bisschen. Ja, aber ich habe jetzt nur 24.000. Soll ich dem noch ein bisschen was geben? Ich gebe dem jetzt einfach meinen Anteil, warte. Die 4.000, nein, die 4.000. Gib dem die 4.000, dass wir rund 100.000 bei uns haben. Ja gut, warte mal kurz. Ich bin hier eine Stunde rumgeschwommen, denk so, ja super. Ja. Das wissen wir. Ja, ich weiß, wie hart das ist. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ja, das soll jetzt so in etwa die Hälfte sein. Ich denke, es ist ganz fair, dafür, dass du überfallen wurdest. Hast du jetzt nur 4.000 gegeben? Nee. Okay, dann auch viel Glück. Tschö. Ja, ich habe dem jetzt meinen Anteil gegeben. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie Geld brauche. Ich habe noch 3 Millionen. Also ich brauche auf jeden Fall das Geld. Ja, deswegen gebe ich dir jetzt das Geld. Also ich habe jetzt halt wie gesagt die Hälfte gegeben. Nein! Übergeben noch schnell! Kannst du übergeben noch schnell? Es... Ich hab's dir gegeben. Ist nicht mehr angekommen. So, Leute, das ist gleich giftig. Hat ein wenig Geduld. Der wird vermutlich gerestartet. Nein. Ich... Nein. No. So.